Hallo und herzlich willkommen hier zu einem brandneuen Let's Play mit eurem Manulu. Schön, habt ihr eingeschaltet. Wir spielen etwas Neues anfangen spielen, und zwar Stranded Deep. Wir sind der Alpha 0.02. Das heisst, es ist ganz früh. Ich habe das Spiel eigentlich gerade ganz am Anfang gekauft, als es rausgekommen ist auf Steam. Aber ich habe es noch nicht angezockt und gestern Abend war es mir langweilig und ja, da habe ich gedacht, das tue ich mal reinschauen und es hat mich so dermaßen gepackt, dass ich jetzt wirklich noch ein Let's Play mache daraus. Es könnte sogar ein bisschen länger werden, aber es hat mich wirklich ein bisschen gepackt. Wir fangen es aber zusammen schön brav, wie man es so macht, schön von vorne an. In diesem Fall, ich wünsche euch viel Spass mit Stranded Deep. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn ja, tut es mir leid, du tut nicht ein bisschen anschrauben. Find a serving trolley and make yourself a cocktail. Ja, schnurrt. Ah, da sind wir, unsere Flugroute. He? Hey zusammen, Jungs, habt ihr auch einen Trick? Also, dann nehmen wir jetzt hier mal einen Cocktail. Schick, schick, schick. Mit dem Tabulator, Feuerzeug führen. Anzündet. Trinken. Und Eggs. Head back to your seat. Ich sehe eh nichts. He. Ist das für einen Fleißowner? Okay. Ui, ui. Ah, das sieht nicht gesungen aus, hä? Oh. Ich kann nicht auch heranschauen. Und abgestürzt. Und oh oh. Wow. Auch aus dem Wasser. Wow, das sieht nicht so aus. He. Na, Absturz überlebt. Wow, da ist schon ein Hai. Nein, nicht schon jetzt. Lass mich mal zuerst auf die Insel kommen. Wow, gib Gas. Oh, gib Kübi. Ha. Ein Hai muss gar nicht mehr rein. Gerade Miniaturinsel, die wir da gerade... So, die wir einfach mal herschmeissen. Wir das Ding einfach noch klein an Land ziehen. He? So. Würde ich sagen, herzlich willkommen beim Tom Hanks Simulator. He? Ja, wir sind so. Aber wir sind abgestürzt. He? Unser Flugzeug ist jetzt hier irgendwo im Meer. Wie ihr da seht, wir sind jetzt auf einer kleinen Insel. Die ist wirklich recht klein. Also, wenn ich das letzte Mal angefangen habe, ist, glaube ich, ein Ticker. Ja, zwar zieht es ein bisschen die Länge. Nein, kommt auf das Gleiche raus. Was ist das Ziel von diesem Spiel? Das Ziel von diesem Spiel im Moment ist einfach überleben. Wir haben hier so eine Uhr. Eine Peppi-Uhr. Gruß auf Basel. da sieht man dann, leben, essen, trinken. Da mit dem Finger drauf zeigen. Essen, trinken. Man muss einfach schauen, dass man nicht verhungert, nicht verdurstet. Wie ihr eben seht, es gibt... Oder dann ist in der Insel. Dort ist eine Insel. Also es gibt überall, gibt es nicht wieder ein bisschen Inseln, überall ist wieder ein bisschen etwas anderes drauf. Aber man findet, ja, das tue ich dir nachher zeigen, also wir haben jetzt hier das Crafting-Menü, Backpack. Ich muss einfach mal ein Messer vornehmen, oder? Da kann man einfach ein bisschen das Grundlegende
kann man da ein bisschen brauchen. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen lauter. Du glaubst noch ein bisschen leiser. Kleiner Moment, Entschuldigung, dass ihr jetzt das gerade die Müsse mit anschauen. Aber die Spiele ist immer so laut. Hast du manchmal. So. So, das ist schon ein besser. Was so hat, also es hat versunkene Schiff, wo man danach kann tauchen kann. Der Dung hat dann wieder ein bisschen bessere Goodies, die man im Land jetzt nicht unbedingt findet. Wie ihr vorhin auch schon habt gesehen, es gibt Haie. Wie eine Haie halt so ist, der ist nicht so unbedingt freundlich sind, also den kann man nicht streicheln. Die tun ihm da schon recht angreifen. Und ja, dort einmal. Schon nur, wenn man mit dem Boot von einer zur anderen Insel fährt, schmeißen sie die also vom Boot. Man muss also schon ein bisschen Gas geben. Es kann gut sein, dass schnell mal ja, stirbst du dann. Hey. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir versuchen jetzt mal hier auf dieser Insel mal ein bisschen etwas zu bauen. Also wir roden jetzt mal. Roden. Ja. Das ist einfach mal so eine Yucca-Pflanze. Wenn man auf die drauf hält, da gibt es Schnur. Lashings. Die wachsen auch wieder. Also, das letzte Mal war es so, am nächsten Tag hat es wieder Schnur gegeben. Also, noch mal ein bisschen Geduld haben. Da ist auch noch eine. So. Jetzt gehen wir mal alle Pflanzen einsammeln. Da ist noch ein Stick, den nehmen wir auch. Sticky, sticky. Jetzt, da ist nichts, da ist noch ein Stick. Die Krabben, die kann man auch nehmen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die macht. Vielleicht weiss es jemand von euch schon. Dann wäre ich froh, wenn ihr mir den Tipp schon würde geben. Ich habe gestern versucht, das Campfire zu machen und die irgendwie zu rösten, drüber zu haben. Hat nicht funktioniert. Auch nicht mit einem ganz stinknormalen Campfire. Vielleicht muss ich ein Fireplace-Kit machen. Das kann man darum auch. So. Schauen wir da noch alles finden. Ah, das ist eine schöne Fläche. Da kann man ein schönes Häuschen machen. Ich sage, da ist ein Haifisch. Das gehen wir uns dort anschauen. Hallo Fischi. Wow. Ich habe wieder dafür. Ja. Ich werde früh genug, wird ich noch Kampf haben mit Haien. Seht ihr, der blubbert. Das kann gut sein, dass da etwas unter Wasser ist. Ja. Oh, da ist ein Haifischi. Aber ich glaube, da mache ich jetzt sofort die Safe Game. Muss der jetzt gerade da sein, das Fischi. Ich muss zuerst eine Waffe haben. Ein bisschen bessere als das Messerli. Aber früher oder später, du wirst dann gleich fast gezwungen, die Insel zu verlassen, für ein bisschen bessere Sachen zu finden, ein bisschen mehr Holz zu sammeln. Eben so ein bisschen Yucca-Pflanzen. Es sind dann gleich nochmal begrenzt, wenn man dann nicht jedes Mal... Ah, ist ja kein Platz mehr. Was an diesem Spiel noch gut ist, ich kann jetzt einfach etwas in die Finger nehmen, es hier in die Ecke schmeissen. Ich mache überall ein bisschen, hier sammle ich zum Beispiel das Holz. Dann sagen wir, hier sammeln nicht die Steine. Und dann kann man jetzt also auf eine andere Insel und speichern und in 10 Jahren wieder zurückkommen. Das ist immer noch hier. Also, egal wo ihr das her schmeißt, das Zeug ist immer wieder da. Und das fängt schon. Das ist schon recht oben raus, muss ich also wirklich sagen. Kann man sich sehr, 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 sehr viel Platz sparen. So, jetzt die nicht vergessen. Schub. Ich glaube, die fallen wir auch noch irgendwo in ein Säckchen. Dann machen wir da. So, finde ich die hier noch? Ja. So, jetzt haben wir wieder das Messer in die Finger. Wie sieht es aus mit Hungerdurst? Hungerdurst gut. Das Pflänzchen habe ich gerodet. He? Nein, das ist noch Patata geplant. Gehen wir jetzt noch her schmeißen. Habe ich die hier?
Voilà. Okay, was machen wir jetzt als erstes? Jetzt machen wir... Sehe ich gerade, wie das funktioniert mit dem Kröften. Jetzt nehmen wir mal hier mal zwei Sticks. Obwohl ich glaube nur einen brauche, den ich richtig im Kopf habe. Wir nehmen so einen Rock. Schmeißen wir auch da dazu. Und dann was brauche ich noch als Lashing. So. Eine Crude Axt. Also, das Crafting-System ist am Anfang ein bisschen gewannungsbedürftig. Also es gibt da gut, es gibt gute Online-Seiten, ich habe jetzt die Aussage, das geschenkt. StrandedDeepWiki.com. Also da sehen wir zum Beispiel, für ein Crude Knife muss man einen Stick, einen Rock Shard und ein Slashing brauchen. Oder zum Beispiel für einen Speer, zwei Stick, ein Shard und ein Slashing. Da tut man das Zeug einfach, wo man braucht, quasi auf einen Haufen schmeißen und nachher mit dem linken Stick draufbleiben und dann kommt da das Crafting-Menü. Dann drückt man drauf, dann fragt sie noch, willst du das wirklich machen? Ja, sicher, sonst würde ich es nicht machen. Du musst nur drücken und zack, dann hat man schon einen Crude Axt. So. Und mit dieser Axt kann man dann schon Bäume fällen. Hehe. Seht ihr, geht zackig. Jetzt müssen wir schauen, wie man einen Hammer macht. Einen Hammer, zwei Rocks, okay? Zwei Rocks, eine, zwei. Schwupps, schwupps. Noch ein Slashing. Schwupps. Hammer. Wow. So. Und den Hammer, den braucht man nachher, wenn man zum Beispiel so zwei, vier, das könnte ich eigentlich gut machen. Dann kann ich es gut zeigen. Seht ihr jetzt, mit dem ist es blau. Was muss ich denn da haben? Gemeint. Entschuldigung. Ich muss mir dringend einen zweiten Bildschirm suchen tun. Was war das? Tu nicht blöd. Foundation. Ah, 8 Sticks. Okay. Jetzt habe ich ja für 5. Gut, dann zeigen wir euch das gleich erst nachher. So. Wie überlebt man so eine Insel? Eben die Pflanzen sind eigentlich kaputt durch die Potato. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel. Ah, Coconut. Ah, sammelt man Kokosnüsse. Ich habe den Baum noch nicht lang genug stehen. Ich weiss nicht, ob die wieder wachsen. Gut, so, wenn ich so hau, das ist viel zu hoch. Das ist gleich. Lauf mir einfach rauf. Nee. Was, jetzt da keine. Okay. Das ist auch die erste Palme, die ich sehe, die keiner dran hat. Okay. Am Gescheitsten geht darauf mal alles ein bisschen roden. Und jetzt sind überall Rucks. Habe ich gar nicht gesehen. Sticks jetzt noch. Da haben schon wieder keinen Platz mehr, na klar. Aber wie gesagt, zum Glück kann man alles einfach schön herschmeißen. Da ist Essen, dann mache ich hier auch keine Kokosnuss. Nein, ist. Sticky sind hier. Schwupps. Steine sind. Steine sind. Habe ich nicht den gehabt? Habe ich schon keinen mehr. Dup. Kokosnüsse. Tuck. Aber die kann man nachher auch essen, trinken. Also mit denen kann man gut leben. Die Frage ist eben nur, ob sie wieder wachsen oder nicht. Ich glaube, ich lasse das mal
Hat er das Viehhagen gesehen? Auf der letzten Insel, wo ich eben das erste Mal angefangen habe, habe ich jeden Baum gerodet, der gegangen ist. Nur, dass ich so ein kleines Häuschen machen kann. Hier lasse ich, glaube ich, mal eine Palme stehen, nur für zu schauen, ob dort wieder Zeug wächst. Ich glaube, den brauche ich noch gerade nicht. Ich glaube, ich lasse den da. Und zwar hierher. So. Aber das ist die keiner hat. Den habe ich gerodet. Da ist auch gut. Kokonut. Da war ich schon. Oder jemand anderes. Oh, da ist schon ein paar dran. Nice. Schön, schön. Ich bin gespannt, ob die wachsen. Vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht. Dann wäre ich froh, wenn ihr mir eine Sorte würde schreiben würdet. Dann könnt ihr mir die Mühe ersparen. Und wenn nicht, finden wir sie auf meinem Kanal raus. Nein, jetzt ist mir die noch ab. Aber noch auf einen Schädel fallen, tot sein nachher. Was, dann kommt die UR dort. Nein, von vorne anfangen. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz. Oh, zum Glück hat der so frisch abgestürzt so auf Pauen. Nein! Das ist nicht gut. Nummer 1 verloren. Okay. Habe ich das Schwein gehabt, oder kommt das einfach noch? Habe ich das Taxi gebrochen? So, jetzt sieht es langsam gerottet aus, hä? Sicher schon wieder 100 Sachen durchgelaufen und ihr habt schon wieder gesagt, Anulu, da hast du wieder etwas verpasst. So. Dann noch ein Röckchen. So. Also. Nachher, was machen wir noch? Ich muss einen Speer. Ich glaube, den Speer macht man mit. So. Dann schmeißen wir das mal hier in die Ecke. So, so. So. Dann muss ich den haben und auf einen Stein hauen. Geht doch das letzte Mal zu klappen? Es hat geklappt. So. Das ist jetzt ein Rock Chart. Dann schmeißen wir den noch daher. Und dann sollte es theoretisch. Ein Spear. Ja, am Anfang dachte ich, das Crafting-System ist schrecklich. Aber es ist noch. Es ist einfach anders als überall sonst. Und, oder auch als ich es kenne. Und es ist noch interessant, also man muss einfach die Liste ein bisschen kennen. Oder man geht durch die nachschauen. Dann findet man das auch raus. Ah, hallo. Wie geht's jetzt wieder los? Ah, okay. Okay. Was? Noch ein Weibchen, ne? Noch ein Krebs. Ah, da ist noch Stein. Ja, ich glaube, so viel ich weiss, kann man noch keine Steine rausschlagen, so aus Steine. Weil dann hat man eigentlich fast ein unendliches Vorkommen an Steinen. Jetzt glaube ich, habe ich auch langsam so ein bisschen alles zusammengesammelt. Oh, es nachtet.
Also, für das Spiel, ja, von Alpha 0. Oh. Schön, hä? Also, grafisch hier. Nice, muss ich sagen. Gefällt mir. Finde es ein schönes Spiel. Für diesen Preis. Das ist fantastisch. Also, nein. Das ist hier. So. Noch ein Stein. Noch hier. Ich würde jetzt eigentlich gerne so für die Nacht. Würde ich gerne es. Wo bist du? Da. Okay. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das Campfire. Ups. Wir müssen ja auch ein bisschen Licht haben, oder? So. Ah, warte jetzt. Wie machen wir jetzt das? Noch mit 6 Steinen. Okay, probieren wir das einmal. Bevor wir anzünden. Kann man nicht probieren, steht zu wenig. Ja, noch. Dort sollte ich mir jetzt auch etwas essen trinken. Jetzt auch noch ein bisschen früher, nicht doch gleich. Ich glaube, das mache ich mit dem Messer. Er dreht also so Kokosnuss am Boden. Dann haut er da einfach drauf. Dann geht die auf. Dann ist nur noch Kokosnuss. Eine ist hauen, dann ist sie trinkable. Dann. Die schaue, wie viel das bringt. So. Dann kann man trinken. Voilà. Denke nicht der Fall. Dann kann man sie wieder herschießen. Nimmt das Messer. Halt noch mal ein bisschen drauf. 4, 5, 6. Dann hat man 2 Kokosnusshälften rein. Eine. Zwei. Okay, 2 gegen 1. Ja, immerhin. Ha. Oh, gegessen haben wir auch schon. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Licht. Schon steht es, wenn ich habe. Was sag ich? Schon hätte ich es gerne probiert. Nein. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Stein. Nein, morgen schon, wenn wir da raus sind, gehen wir schauen. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Aber wenn wir mal anfangen, Bäume roten, ich fange da mit dem Größten an. Sieht noch lustig aus, wenn wir so schauen, er kommt eigentlich langsam aus dem Boden. Oh. Dann gehen wir mit Rechtsklick. Kann man den Cape nehmen und dann kann man über die halbe Insel schleppen. Kann man gleich dorthin tun, wo man unbedingt ein bisschen, so ungefähr von lang nehmen. Und jetzt zeige ich noch einen kleinen Tipp zum Abschluss von der Folge. Entweder macht man das gemütlich oder man tut während dem Drücken Horti mit Escape und wieder Retour. Dann schaue ich das an. Also tut man einfach drauf bleiben. Escape, Escape und dort noch einmal drücken. Und nachher drückt er halt jedes Mal zweimal. Ja. Ist noch praktisch. Und das machen im Fall andere grosse Let's Player auch. Also tut mir da jetzt nicht irgendwie Buggy-Using vorwerfen oder so. Solange so etwas im Spiel ist, tue ich das eigentlich noch gerne brauchen. Wenn es nicht stört, schreibt mir es, dann brauche ich es nicht mehr. Und es funktioniert im Fall auch, wenn ihr an einer Überfahrt seid mit dem Boot zu einer anderen Insel wollt, dann macht ihr jedes Mal 2 Schläge. Also seid ihr schon ein bisschen Tick schneller, seid ihr nachher.
So, jetzt versuchen wir das einmal. Nein, jetzt habe ich... Da habe ich keinen Hammer dabei. Hammer, Tochs Hammer. So. 5 Sticks. Geben. Ah, 8 Sticks. Glücklich liegen die zusammen. Ha! Oh, schaut auch, das könnt ihr nachher auch hoch machen. Das könnt ihr auch Stecken machen. Dann kann man sich so ein kleines Shelter bauen. Ich glaube, das machen wir ganz schön am Strand. Mit Blick auf Meer. Wow. Ich glaube so, da kann man es schön breit machen. So. Vier, ja, tatsächlich, dann muss noch über. Ups. Nein, jetzt ist er falsch, da. Von das ja, wow. Ha. Und ein schöner Blick aufs Meer hier mit unserem Häuschen. Und ich würde sagen, versuchen wir jetzt die muss auch gut ins Gate, die Insel roden. Mal schauen, wie viele Bäume wir herbekommen. Und dann versuchen wir uns das kleine Shelter zu machen. Und hey. Dann morgen gehen wir mal schauen, was der blubbert. Ja, es gibt viel zu tun. Hier auf der abgestürzten. Also, ich bin abgestürzt auf die Insel, nicht die Insel ist abgestürzt. Und ja. Ich würde sagen, machen wir jetzt ein kleines Folgenpäuschen. Merci vielmals für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wohl wieder dabei. Tschüss zusammen, macht's gut, euer Nulu.